Scheint auch sogar zu reichen. Ausfahren. Die 600 PS. Hm, tanken müssen wir auch noch. Unterwegs. Machen wir das einfach. Cops, ja, gut, ja, alles klar, in Ordnung. Nehme ich in Kenntnis. Oh, ja. Fahr ruhig langsamer. Ich überhole dich. Wenn ich könnte, könnte ich es machen, aber macht keinen Sinn hier. Auf dem Veteran Highway. Einem von den vielen. Ja, bremst. Ich stehe mir meistens mehr auf der Bremse als sonst wo. Das hält 5. Nicht nach Nashville, aber so ähnlich.
sag ich ja. Stell mal die beleuchteten Palmen. Weiß man auch noch nachts, wo man ist. Irgendwo auf der Interstate 5. In Richtung Westen. Osten. Auch immer vierspurig wird. Na, wahrscheinlich ist sie wieder zweispurig. Ja, natürlich. Und dafür bin ich auf die Seite gefahren. Dafür habe ich die Spur gewechselt.
weiter auf der Interstate 8 an El Centro vorbei. Sehr schön, umfahren klingt immer gut. Das kommt davon, wenn man immer dahin fährt, wo alle anderen hinfahren. Nicht schlecht. Schon gut. Warum das denn? Eieieiei. Deswegen. Das war überraschend. Wollt ihr mal bremsen? Überholt euch noch einfach. Überholt auch den LKW. Den überhole ich dich halt.
weiß, was Speed Limit, okay. LKW ist 55, Auto 70. Ah, der ist klar aufgestanden. Weiter die Interstate. Könnt auch ruhig wirklich 70 fahren. Aber gleich dürfen wir ja sowieso wieder schneller fahren. So weit rausfahren müssen wir dann auch wieder nicht, um den LKW, um den Bus zu überholen. Ein bisschen Abstand reicht vollkommen aus. Wir sollten langsam tanken, wir müssen mal an der Tank vorbeikommen. Oh, war ja. Wachstoppen oder Rest oder hin und her, aber da vorne. Und Fahrstrecke haben wir aber auch noch, das sollten wir noch erreichen, sag ich mal. Und wir sind in Arizona. Kann man noch mal vorher bremsen. Das stimmt. I'm running on empty. Na, fast. Ich weiß nicht, ob er gebremst hat oder ob ich zu früh war. Wahrscheinlich ja letzteres. Zu früh gekommen. Ich weiß, dass ich so gut wie empty bin. Wir sind ja auch bei Bear Chunky. Aufhören ist das echt. Dürfte gleich hinten am Horizont erscheinen. Oh ja, voll auch noch langsamer. Ich sehe schon kommen, ich muss gleich direkt einscheren. Ne? Eieiei. Graue Haare wegen Grafikeinstellungen. Was für Grafikeinstellungen? Na, unter Linux gibt es so wenig Einstellungsmöglichkeiten oder wie?
stopping us from having fun. There ain't no cloud in sight. The future is looking bright. Bei dem Laptop mit dem Mikrofon haben. Man kann sich erschrecken, dass es bei guten Bereichen alles doppelt, wo es etwas mehr Transparenz ist. Bei dunklen Bereichen alles doppelt heißt, sie sind doppelt dunkel. Moment, das heißt, wenn es eine schwarze Schrift ist, ist die Schrift doppelt und etwas transparent. Sehr schnell auf den 60. GG. Ah, macht das. Weil ich aber, solange du mir nicht ein schwarzes Bild schickst, ist alles in Ordnung. Kann ja noch was sehen. So, die letzten 190 Meilen wird es dann mit 78 Miles per Hour abgegast. Wow. Durchgeheizt, das meinte ich. Abgegast. Wow. Wegen des Tones. Und dann ist die Interstate 8 Richtung Osten. Und bald wird ja schon wieder Tag. Oh, Cops. Ich habe nichts getan. Ich habe sogar Donuts dabei. Wollt ihr welche haben? Wieder war. Also auch wieder war. Wenn man Programmierer werden möchte oder IT schießt mich tot, dann hm.
Ne? Da funktioniert auch nicht immer einwandfrei. Move out of the way and don't fuck. Oh. Ich bin ein Amerikaner. Ein LKW kommt von innen angerast, weil er mit nach Tempolimit fährt und ich bremse. Ich bin ein Genie. Und bildet schon. Wow, wir fahren in den Sonnenaufgang hinein. Uiuiui, ui, okay, okay, okay. Gönnt euch da vorne auch, gebt mal ein bisschen Gas. Aber ich muss jetzt eh nach rechts, toll, scheiße. Oh, wir sind ja schon bald da. Eieieiei. Ah, das wäre es auch noch bergauf fahren. Eigentlich wollte ich hier mit den Bergen im Mittelgrund noch im Sonnenaufgang einen Screenshot machen, aber gut. Man kann nicht alles haben. Ups. So, als ob ich den Tempomat gerade nicht aktiviert habe und der nicht deswegen auch nicht funktioniert haben kann. Opa. Auch in Arizona scheint die Sonne. Da sind wir ja mittlerweile gewohnt. Wenn es regnet, dann machen wir einen Freudetanz. Oder sogar einen Regentanz. Na wohl, naja. Ja, weniger einen Regentanz, weil der Regen ist ja schon da.
mal bremsen. Okay. Da haben wir schon wieder die Vorfahrt genommen, läuft. Gold, ja, 100 Gold. Und die Erfahrung, okay. Just in time delivery, nehmen wir natürlich mit.